Vibe Software, so heißt dieses kleine Entwicklerstudio aus Serbien. Die waren jetzt über fünf Jahre waren die jetzt dran an dem Spiel. Und es ist jetzt neulich rausgekommen. Das Spiel heißt Scorn. Wir zocken heute Scorn, yes. Ich würde mal sagen, wir legen direkt mal los hier. Und ich bin erstmal weg. So, da sind wir und es geht los mit Scorn. Das war das kleine Intro und ja, wir waren da irgendwie so festgewachsen und sind dann irgendwie hier runtergefallen. Von da oben, ne? Genau, von da oben sind wir hier runtergefallen. Das war ein langer Sturz. Okay. Okay, das ist der Start mit Scorn. Direkt so eine Tür, wo wir da nichts machen können. Das war ja schon klar, ne? Dass wir hier nichts machen können. Okay, ganz abgefahrene Welt hier. Und es geht wohl hier weiter. Was ist das denn alles hier? Hier hoch, erstmal gucken. Okay. Alter. Das sieht schon abgefahren aus. Eine ganz bizarre Welt hier. Das sieht echt nice aus. Okay. Ziehen weiter, wir können da nicht rein, ne? Nein, wir können da nicht hin. Dann ziehen wir hier mal weiter und entdecken die Welt von Scorn. Erstmal müssen wir jetzt gucken, was wir hier machen müssen. Also es gibt hier keine Dialoge, es gibt keine NPCs, es gibt keine Quests, es gibt keine Questmarker, es gibt keine Map. Man wird einfach ins Spiel reingeworfen und man muss alles selber herausfinden, was hier passiert ist in der Welt von Scorn. Und das machen wir. Das werden wir machen. Wir werden so viel wie möglich rausfinden, was hier passiert ist, was das überhaupt alles hier ist. Ich mag da schon dieses Design, ne? Das ist schon cool.
Das hat so was Düsteres, so ein bisschen. Bisschen Abgefahrenes. Okay, da ist eine Tür. Da geht's vielleicht weiter. Was ist, gibt es hier? Tja, guck dir das mal an, ey. Guck dir das mal an. Ich mag sowas. Ich mag sowas total. Sehr abgefahren. So, wir gehen erstmal da zur Tür. Und da kann man bestimmt auch nichts machen. Auch alles verschlossen. Krass sieht das aus, echt. Kann ich hier runterspringen, ne? Richtig schön gezeichnet. So, da sind wir her und wir gehen jetzt hier mal gucken. Das sieht cool aus, echt. Eine ganz besondere Stimmung hat das Spiel. Das merke ich jetzt schon direkt am Anfang. Da können wir was machen. Mich bitte rein. Okay, wir sind durch und es gibt kein Zurück mehr. Denn es ist alles fest verschlossen. Wow, geil. Guck mal, wie cool das aussieht. Ey, warum sieht das denn so gut aus? Geil, ne? Das hat seinen ganz speziellen Style, dieses Spiel. Seinen eigenen Style. Hier ist was. So eine Apparatur. Direkt mal testen. Was? Der macht nichts. Der zeigt da nur die Hand. Okay. Dann eben nicht. Kann man auch nicht durchgucken. Geil. Geil, geil, geil. Guck da, noch so eine verrückte Apparatur hier. Was kannst du denn? Okay. Das ist aber nicht so gut. Oder doch? Ah, wir haben einen neuen Armschmuck bekommen. Danke. Ein Möbellager, ein Sperrmüllecke. Krass, echt. Okay, jetzt haben wir da was in der Hand. Vielleicht hat das jetzt gefehlt hier. Bei dieser Apparatur. Okay, jetzt scheint das zu funktionieren. Jetzt kann ich ja die Kamera nach rechts. Aha. Ah, okay. So haben wir das Tor geöffnet. Okay, jetzt lass mich da wieder weg. Oh. Tür geht zu. Ich kann noch laufen. Wieder verschlossen, ne? Und auch hier gibt es kein Zurück mehr. Ah, jetzt sind wir hier unten, siehst du? Krass. Hör mal hier die Geräusche, die Musik. Alter, ist das cool, ey. Wow.
ist das alles? Okay, da sind wir jetzt hergekommen. Hier gibt es irgendwelche Schienen hier, ne? Noch mehr Apparaturen. Genau. Erstmal schön Finger rein. Die Geräusche dabei, ne? Okay, was war das jetzt hier? Was haben wir gemacht? Nix, ne? Warte. Tja, irgendwie haben wir da nichts gemacht. Da ist noch so eine Schiene hier. Alter. Ist das alles krass. Du bist einfach so ein... so eine Art Bagger. Cool designed, echt. Und hier ist noch so ein Stuhl. Alter. Können wir mit diesem Stuhl jetzt hier auf die Gleise fahren? Oder was? Ist noch so eine Apparatur. Krass, ey. Okay. Ja, kann ich jetzt nur hoch und runter machen? Keine Ahnung, wir gucken gleich nochmal. Wir gucken uns noch weiter um. Hier ging es noch weiter hoch. Wie? Noch so eine Gerätschaft. Okay, das ist jetzt die Draufsicht. Ach, guck mal, da sind wir am Hebel, ne? Genau da sind wir. Da können wir uns sehen. Unten. Ah, das kann man auch noch so drehen. Alter. Irgendwie ist das cool. Ich weiß nicht warum, aber es ist cool. Ach so, hier können wir die Weichen umlegen, ne? Ah, okay. Da sind vier. Ja, müssen wir erstmal gucken. Wir gehen erstmal runter, bevor wir jetzt hier was umstellen. Gehen wir erstmal unten gucken. Da geht es runter. So. Alter, okay, von da sind wir hergekommen. Dann geht es irgendwie hier hoch. Das sind auch nochmal zwei Apparaturen. Und damit machen wir halt dieses Tor auf. Davon. Okay. Das ist ja alles abgefahren hier. So, wo geht es jetzt da weiter? Wir folgen mal den Gleisen hier. Irgendwelche Kapseln, ne? Machen.
ist das abgefahren. Was haben die denn hier gemacht? Und wer hat das denn alles gebaut hier? Das hier, die ganzen Schienen und... Oh, guck mal, hier so Leichenberge. Hier ist einfach nur dunkel. Okay. Dann ist hier... Ah, ist das krass, ey. Da kann man auch nichts machen. Okay. Noch mehr Maschinen, ne? Aber hier führt hier das Gleis hier hin, bis hin. Und dann ist hier noch so eine Apparatur. Und du machst was? Achso, ich kann da wieder was von dem Gleis auf diesem Stuhl drauf tun. Das ist das Krasse. Da will er das nehmen, ne? Okay, da müssen wir irgendwas hinbringen. Ist das cool. Okay, geh mal bitte raus hier. Und wir gucken uns das hier mal an. Alter. Abgefahren. Der hält sich auch schon das Gesicht und die Augen zu und die Ohren. Da sind wieder so Berge. Das ist ein Stuhl, der macht gar nichts. Okay. Was ist das? Das ist lecker. Das ist was Organisches, ne? Guck mal, das bewegt sich. Alter, ey. Guck dir das mal an hier. Ziemlich abgefahren, die Welt. Aber irgendwie auch voll geil. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Aha. So, jetzt gucken wir mal, wo die ganzen Schienen hier überall hinführen. Das war das da hinten. Dann gab es hier noch so eine Abzweigung. Und die führt... Wohin? Das ist noch eine andere Maschine. Was ist das denn? Okay, da ist jetzt auch so ein Hebel, ne? Den gehe ich mal von aus. Genau, so ein Greifer. Der greift das auf und bringt das dann irgendwie zum Stuhl. Ich mag sowas. So, und du machst was? Okay. Alles klar. Was ist das hier? Wie so ein Aufzug oder so, ne? Ich möchte mich erstmal hier unten umschauen. Erstmal so einen Lageplan. Also hier könnten wir irgendwas hier reinfahren. Und da sind wir her. Ne, genau. Das ist es. Da haben wir jetzt einmal den Kreis gemacht. Also die Schiene ist schon mal hier so gelegt. Keine Ahnung, okay, haben wir jetzt schon mal grob, da wissen wir. Gehen wir jetzt nochmal da rein. Da, wo der Aufzug war. Da möchte ich.
möchte ich gerne wissen, ist das überhaupt ein Aufzug oder was ist das denn hier? Alter, ey, geht das ab hier? Sind wir in der obersten Etage. Gehen wir einmal hier so links rum. Und hier überall mal um. Ha. Das ist echt crazy. Was ist das denn alles hier? Die ganzen Verbindungen. Lässt du mich hier nicht durch? Warte, dann gehe ich mal hier durch. Was sind das denn, so Kapseln oder was, ne? Sehr abgefahren. Da kann man auch nichts machen. Ist noch eine Tür und lass mich mal raten, die ist auch natürlich versperrt. Ah ja, ja, okay, jetzt haben wir unten schon mal so einen Plan gemacht. Hier geht es einfach nur einmal rum. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal hier. Da sind wir jetzt. Na, ja, da sind wir nicht her. Da ist auch so eine Abzweigung. Alter. Überall diese Kapseln hier, ne? Was für eine Welt. Das sieht aus wie so eine Bar. So eine alte Bar. Noch eine Tür. Was? Ist das jetzt schon die vierte Tür, die irgendwie nicht geht? Ja, ist schon die vierte Tür. Na gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Warte, wir sind von daher gekommen. Ja, wir können ja auch schnell laufen. Springen können wir nicht. Und dann geht es hier weiter. So, hier sind wir hergekommen. Genau, jetzt haben wir echt einmal den Kreis gemacht. Alter, ey. Was für Kapseln hier. Wahnsinn. So, noch eine Apparatur zur Überraschung. Was machst du? Der will da was nehmen. Aber da ist nichts zu nehmen. Ha. Und du? War ja okay. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ach, das kann ich nehmen und verschieben, Alter. Ah, dann tue ich das da, wo der das haben wollte, ne? Genau. Dann wieder raus. Guck mal her. Ich hab dir da was hingelegt. Was? Was? Warum will er das nicht haben?
So, das ist meine Maschine hier. Den will er nicht haben, ne? Wen will er denn haben? Guck mal, hier sind so zwei, die leuchten. Die sind anders wie die anderen. Der leuchtet. Warte, ich tue den mal erstmal weg. Dann gebe ich den erstmal das, was leuchtet. Und gehe da wieder raus. Das ist so ein kleines Schieberätsel. Ha! Hier erstmal Finger rein. Was hat er jetzt? Ja, toll. Hat er das fallen lassen? Das hat ja voll was gebracht, ey. Meine ganze Mühe. Geh weg. Die wollen mich doch hier veräppeln. So, jetzt gibt es noch ein zweites. Das hier. Vielleicht will er das haben. Ich kann das nicht bewegen. Dass alles zugesperrt ist. Wie weit geht das denn eigentlich hier? Das kann ich nicht bewegen. Das kann ich bewegen. Wie soll das denn funktionieren, bitte? Das ist ein doppelter. Doppelt. Da ist noch so ein einzelner. Warte, kann ich jetzt hier den bewegen? Ah, den erstmal bewegen. Okay. Aber ich kann den nicht nach rechts oder links. Krass. So. Du. Funktionieren. Den kann ich da. Da kann ich die nicht bewegen. Oh, ist das übel. Dann tue ich den da mal raus. Sorry. Den hier runter. So, ich müsste den jetzt. Ist das alles abgefahren, ey? Ich mach den ja weg. Ach, warte, muss ich den ja auch noch wegmachen? Warte. Da unten war noch frei. Den irgendwie da. Passt doch alles gar nicht, ne? Warte mal. Ist das übel. Ah, den kann ich ja nicht bewegen. Ah, Alter. Warte, wenn ich den jetzt beiseite tue. Kommen wir da nicht durch, ne? Oh, ist das echt übel gemacht, ey.
Das kann ich da machen. Dann kann ich den bewegen. So, dann ist der schon mal weg. Jetzt muss das gehen, ne? Alter, wir haben es gleich. Oder? So, der da rüber. Und der kommt jetzt dahin. So, das weg und dann raus. Alter, ey. Jetzt nimmt er das. Jetzt nimmt er das. Da hängt einer drin, ne? Boah. Bisschen eingequetscht. Aber es geht. Cool, dann hat das jetzt alles einen Sinn gehabt, was wir jetzt hier gemacht haben. So einen Typen da freigeschaltet. Sehr cool. Und der hängt jetzt da unten. Abgefahren. Ich finde das irgendwie voll geil. Ich finde das Spiel voll geil, echt. Auf jeden Fall. Das hat voll die geile Atmosphäre, die Grafik ist top. Ja, und das, die Art von Rätseln, die finde ich geil. Dass das alles so zusammenhängt. Wir müssen hier jetzt was machen, damit wir unten da gleich noch was weitermachen. Das ist ja echt krasse. Ja, das Spiel, das erinnert mich so ein wenig an die alte Myst-Reihe, ne? Das waren auch so ganz krasse Rätsel. Myst-Reihe. Kennt ihr die? Myst. Soll ich dir mal zeigen? Warte, ich glaube, ich habe das hier mal. Warte mal kurz. Myst. Da sind die. Da waren auch so brockenschwere Rätsel. Natürlich viel schwieriger wie hier. Die waren echt so abgefahren. Da gibt es auch so zig Versionen voll. 1993 kam es raus. Das ist schon Ewigkeiten, ja. Und dann gab es noch so einen zweiten Teil. Das war Riven. Ich habe diese Spielereihe geliebt. Ne? Das war echt so cool. Mittlerweile sind die voll veraltet. Die waren damals eine Auflösung von 640 mal 400. Schlag mich tot. Und alles nur so vorgerenderte Bilder waren das. Und gab es noch so einen dritten Teil. Myst Exil. Auch sehr geil da. Auch sehr, sehr geil. Richtig geile Rätsel. Und danach gab es natürlich noch so einen vierten Teil. Myst 4 Revelation. Cool. Dann gab es noch den letzten Teil, da war das Zeitalter zu Ende, End of Ages. Und das erinnert mich das Spiel sehr stark an diese Spielereihe. Es gab dann noch, danach wo die ganzen Zeitalter noch zu Ende waren, noch Uru, Mists Uru, haben die rausgeschmissen. Und das letzte, was sie gemacht haben, war Abduction. Auch sehr geil, ziemlich modern. Da kann man so durch die Welt und brockenschwere Rätsel. Egal, wollte ich jetzt nochmal zeigen. Egal, mal was anderes. Auf jeden Fall, mir gefällt Scorn sehr geil. Ich freue mich jetzt schon. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Und dann gehen wir mal unten gucken, was wir da gemacht haben. Alles klar.
Ich sage danke und bis gleich. Ciao.